Also wir vom Fischerverein Kasau und ich als Fischpächter und Reusefischer haben vom Kraftwerk Riefelde den Auftrag gekriegt, über ein Jahr lang hier im Umgehungsgewässer eine Fischzählung zu machen. Das Kraftwerk ist dazu aufgefordert worden von der Behörde, die müssen ein sogenanntes Monitoring machen. Das heißt, es muss festgestellt werden, dass das neue Umgehungsgewässer funktionsfähig ist. Und wir werden heute wie jeden Tag im Jahr hier an der Fischtreppe eine Fischzählung machen. Es ist so, dass die Fische hochschwimmen bis hier vor das Zählbecken. Man hat eine künstliche Barriere geschaffen. Das heißt, jeder Fisch, der aufsteigt, muss auch durch die große Reuse hier in die Zählkammer einschwimmen. Wir werden dann die Zählkammer verschließen, die Zuläufe verschließen, das Wasser langsam rauslassen und zum Schluss die Fische, die drin sind, einsammeln. Sie werden vermessen, sie werden von der Art bestimmt und in ein Protokoll eintragen, das dann vom Kraftwerk an ein Institut wiedergegeben wird. Das ist die Steuerungstechnik, das ist das Erste, was wir dann in Angriff nehmen, wenn wir herkommen. Man wird hier den Zulauf von unten her verschließen, man hat einen Entleerungsschieber, wo man das Becken langsam entleert. Und ganz oben werden auch die Zuläufe, das Wasser ins Becken reinkommt, auch verschlossen. Was man jetzt quer über den Fluss jetzt im Moment sieht, das ist eine Sperrvorrichtung, die hat man nur für die Dauer von der Fischzählung im Betrieb. Man sieht auch hier die Eisenstäbe. Das ist so, dass ein Lachs zum Beispiel problemlos über das Hindernis springen könnte. Aber durch die Eisenstäbe wird verhindert, dass er oben drüber ins Oberwasser schwimmt. Das helle grüne Wasser auf der linken Seite, das ist die sogenannte Lockströmung. Das heißt, der Fisch, der von unten kommt, muss nach links reinschwimmen in unsere Zählkammer. Und geht durch ein Reusegitter durch und kommt nicht mehr zurück. Man sieht jetzt hier die drei Einlaufschieber links, Mitte und vorne, und durch diese Schieber wird das Wasser ins Becken reingelassen. Wir werden es nachher verschließen, dass nichts mehr reinläuft. Und das ganze Bauwerk ist so konzipiert, dass ein Fisch nicht durch die Schlitze nach oben springen kann. Also der kommt dann nicht mehr raus, hat aber die Lockströmung, die von hierher das ganze Becken bedient. Im Hintergrund sieht man jetzt den Entleerungsschieber. Damit wird das Wasser aus dem Zählbecken abgelassen. Das ist ein unterirdischer Ablauf, der unten im Umgehungsgewässer dann wieder mündet. Ein Aalet. Also, ja. Hätten ja noch kleine Bär? Ja, einen. 20 hätte er. Barsch. Ein Barsch mit 20. Jetzt werden die Einlaufschieber wieder geöffnet. Der Auslaufschieber ist zu. Und das Becken wird wieder frisch geflutet. Wir haben jetzt mittlerweile schon 4 Monate Zelt. Und natürlich für uns das Tollste war, dass wir schon 2 Lachse hier in der Fischzählanlage festgestellt haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich selber mal das mal erlebt, dass ein Lachs daherkommt. Aber es ist natürlich eine ganz tolle Sache. Man kann sagen, dass wir wirklich eine ganze Breite von Fischarten schon gefangen haben, hier gezählt haben. Es sind sehr kleine Fische dabei, wie der Stichling oder der Bitterling. Wir haben natürlich auch sehr viele Barsche im Moment. In der Schweiz sagt man Egli dazu. Aalet und Döbel haben wir auch schon gehabt. Kleine und große Hechte. Also von dem her ist es für uns als Fischer eine ganz tolle Sache, was dort gemacht worden ist. Und vorbehaltlich der Enduntersuchung, das ist natürlich eine Sache, die ein Institut macht, können wir aber sagen, dass wir mit dem, was hier geht, recht zufrieden sind. Und ich finde es eine tolle Sache, was da rauf kommt.